Hallo, heute stelle ich euch das App Minigore vor. Ist ein Spiel, das im Moment 79 Cent kostet und ihr müsst gegen zahlreiche Horden von Zombies euch euren Weg durchkämpfen. Wir sind jetzt hier im Menü und haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir gehen jetzt gleich mal auf Play. Los geht's mit dem Anfangskämpfer. Man kann nach und nach immer neue Kämpfer freischalten. Umso weiter man eben im Spiel kommt. Haben jetzt hier eine Karte, die im Buchformat gestaltet ist und können hier zwischen dem Dark Forest, also dem Wald, auswählen oder Snow Forest, also mit Schnee. Wir nehmen jetzt einfach mal den Snow Forest, passend zur Jahreszeit. Die Steuerung ist ganz einfach. Hier auf diesem Stick laufen wir hin und her und an diesem Stick schießen wir. Auch je nachdem, wie ich hier den Stick bewege, in die Richtung wird geschossen. Wir können jetzt zwischen verschiedenen Schwierigkeitsmodi auswählen, indem wir einfach auf den Totempfahl schießen und haben jetzt Normal gestartet. Links oben sehen wir drei Herzen, das sind meine drei Leben. Darüber in der Mitte dann die Anzahl der bis jetzt gekillten Zombies oder Angreifer. Und rechts können wir das Spiel jederzeit pausieren. Ich denke, man sieht schon, die Grafik ist wirklich schön gemacht. Am Anfang greifen wir jetzt nur diese kleinen Figuren an, die ich einfach besiegen kann. Später kommen natürlich immer mehr. Das Ganze ist ein Survival Mode, also ich kämpfe mich einfach so lange durch, bis ich meine drei Leben verloren habe. Habe ich die Monster besiegt, lassen die auch manchmal verschiedene Waffen fallen, die ich dann aufsammeln kann und dann so einen stärkeren Schuss habe oder auch mal eine ganz andere Waffe. Neben den kleinen Monstern kommen nach und nach auch immer größere, die dann mehrere Schüsse benötigen, um erlegt zu werden. Und ich muss sagen, das Spiel läuft wirklich richtig schön flüssig ab und für so Highscore-Fans ist es richtig lustig. Am Radar wird mir immer angezeigt, von wo die neuesten Monster kommen. Ich kann jetzt auch diese Kleeblätter hier einsammeln. Brauche ich drei Stück und wenn ich alle drei habe, bekomme ich einen Bonus. Jetzt sieht man hier schon einen anderen Angreifer, der angreift. Und wenn ich mich jetzt eben mal kaputt gehen lasse, wenn diese Monster mich angreifen, dann ist das Spiel vorbei und mir wird mein Highscore angezeigt. Für 79 Cent muss ich sagen, ist das wirklich ein sehr nett gemachtes Spiel mit einer süßen Comic-Grafik. Und ich kann das wirklich jedem Highscore-Fan, der auch gerade mal ein bisschen rumballert, empfehlen. Ja, so viel zu dieser App. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.